So, hallihallo, liebe Leute. Harry Potter neigt sich so ganz allmählich dem Ende zu und wir haben uns überlegt, was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes... Der Herr der Ringe. Die Rückkehr des Königs. Co-op Hack and Slay, wir haben es beide noch nicht gespielt und... Keine Ahnung. Genau. Wir schauen jetzt einfach mal, was draus wird. Wir haben jetzt also den Koop angefangen, nachdem wir sehr irritiert festgestellt haben, dass der Einzelspieler anfängt, ohne das Hauptmenü vorher zu zeigen. Naja, wir haben jetzt jedenfalls rausbekommen, wie wir mit dem Koop anfangen, deswegen fangen wir jetzt mit dem Koop an. Noch Fragen? Gut. Ja. Leicht. Mach mal leicht, bitte. Wir fangen leicht an, denn wir sind Pussys und wir stehen dazu. Ja. Hallo. Klamm. Pfade der Toten. Ja, fang doch unten an. Würde ich auch sagen. Ich musste erstmal kapieren, dass das... Aha. Hä? Fang einfach ganz unten an. Ja, ich bin ganz unten. Drück Start. Hilfe. Warte. Drück mal F1. Hilfe. Haha. Super. Ja, Enter. 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 Okay, das da drüber. Das klappt jetzt. Das hat den Anschein. Das ist seltsam. Nein, ich will keinen schwulen Elfen. Okay, nehmen wir Aragorn. Spieler 1. Ja, der Boden hatte keine Chance. Der ist gesperrt. Oh. Dann nehme ich den hübschen Mann hier. Was habt ihr alle gegen den Boden? Der hat euch doch nichts getan. Echt jetzt wahr? Böser Boden. Auf dem Boden. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, muss Sauron glauben, dass wir den Ring gegen ihn einsetzen. Warum? Das wird ihn ablenken. Ach so. Und seine Armeen in unsere Falle locken. Verstehe. Deshalb bereite ich die Rückkehr des Königs von Gondor vor. Sauron wird denken, dass Aragorn, Isildurs Erbe, den Ring der Macht besitzt. Der Isildur. Außerdem führt Aragorn die einzige Waffe, die Sauron fürchtet. Und er hat die Macht, selbst einen toten König und seine Armee zu unterwerfen. Aber wenn er doch tot ist. Um den Köder auszulegen, müssen Aragorn und seine Gefährten zum Dwimor-Berg. In den Tiefen des verlorenen Berges erwarten sie schreckliche Prüfungen. Ja, da kommt doch der Tod. Sie müssen sich dem Zorn eines verfluchten Volkes stellen und dessen König unterwerfen. Wie dominant. Erst dann wird Aragorn eine Armee aus der Dunkelheit führen, der nicht einmal Saurons Horden trotzen können. Die okay. Lebenden allein können Minas Tirith nicht halten. Sie sind auf den Zorn der Toten angewiesen. Der Weg ist versperrt. Die Toten haben ihn einst angelegt und die Toten bewachen ihn nun. Er ist versperrt. Ja, haben wir gemerkt. Ist von Bosheit erfüllt. Aber das sind, wenn ich so recht bedenke, die Originalstimmen, oder? Der Tod lauert auf diesem Pfad. Aber wir dürfen nicht zaudern. Ja, dann komm halt. Ich fürchte die Toten nicht. Welche Armee würde an einem solchen Ort verweilen? Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Guckst du denn hin? Was denn? Nein, der mein Aral... Ah, was ist das denn? Ein Geist. Jetzt gehen die automatisch langsam. Ja... Okay, ich probiere mal aus, was kann ich denn überhaupt? Ich kann zurückspringen. Stimmt. Was ist das? Okay, irgendwie rumfuchteln und treten. Ich glaube, das hier ist parieren, beziehungsweise blocken. Mit das Y. Super, ne? Ja. Ach, ich mache einfach. B ist Stechschritt. So ein Quatsch. Weißt du, was doof wäre, wenn hier irgendwo Löcher wären? Die Geister der Toten. Da
vielleicht? Ja, dessen auch sonst. Diese Geister erwecken uralte Knochen zu neuem Leben. Ja, dann komm mal ran. Knochen. Aber nicht gegen... Au! Tod! Ja, ist er doch schon. Du bist wieder verstanden. Tod! Tod! Au! Man sieht irgendwie wenig. Ja. Aha, ich hab dich gehauen. Ich hab was gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab was gefunden. Oh, okay. Noch mehr Geister! Yippie! Da werden die Geister der Toten... Was hast du gemacht? Ich hab einen Speer geworfen. Wie? Mit der Aktionstaste. Das ist der rechte Trigger. Ich hab da auch versucht, das zu machen. Geht nur, wenn du in so einem Kreis drin stehst. Wo bin ich? Da, wo S2 drüber steht, ja, blauer Pfeil. Sie kann auch nicht mal. Ja, es ist insgesamt irgendwie verwirrend. Das finde ich ja auch. Aber ich glaube, ich tue dir nicht los, wenn ich dich habe. Wir haben den Bandschaum gebrochen. Hat den Anschein. Dieser Ort gefällt mir ganz und gar nicht. Grundstück, du steckst bis zum Hals im Nebel. Nein, ich mache mich jetzt nicht über Zwerge lustig. Auch wenn ich es könnte. Da ist ein Stein auferstanden. Ach Mist, ich bin zurückgesprungen. Halt still, damit ich dich schlagen kann. Guck mal, Gimli guckt wirklich nicht aus dem Nebel raus. Hallo Jungs. Wo lang? Wo Platz ist. Ach Mann, ich hüpfe immer zurück, dabei will ich das gar nicht. Dafür treffe ich nicht. Vor allem, ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Figur irgendwie zwischendurch verschwindet und dann plötzlich an einem anderen Ort wieder auftaucht, wo ich sie gar nicht erwarte. Das ist irritierend. Warte, komm mal zurück, da leuchtet was. Aber ich kann es nicht nehmen. Drück mal R. Nö. Das sind Pfeile theoretisch für mich, aber vielleicht, weil ich keine verbraucht habe. Ich weiß nicht mal, wie du welche benutzen können könntest. Ja, kann ich irgendwie. Müsste ich nochmal nachlesen. Ach, jetzt bin ich schon wieder zurück. Das gibt's doch nicht. Sag mal, Gimli, wirfst du mit Äxten? Ja. Da links ging's auch weiter, oder? Ich weiß nicht. Sag mal gucken. Ist das ein Staubfall? Ja, das ist ein Staubfall. Ach komm, stirb einfach nochmal. Ja. Aber Gimli bringt sich auf jeden Fall mehr ein als Ron, muss ich sagen. Und er hat keinen Bohnenfetisch. Ja, das ist verwirrend. Das gebe ich dir absolut recht. Alter! Also, Toter! Geh kaputt! Du bist schon mal gestorben. Kaputt. Du weißt, so schlimm ist das gar nicht. Geh kaputt! Ich bin gleich tot. Ich habe das Gefühl, das bringt gar nichts, was ich tue. Also hüpfe ich jetzt nochmal zurück. Hey, Ich hüpfe! Da bin ich ein Baseballspieler, wie es scheint. Aragorn, wo schlägst du hin? Ich weiß nicht, was in der Gegend tun. Button-Mashing-FTW. Keine
keine Ahnung, wo wir lang müssen. Keine Angst, ich hüpfe die ganze Zeit nach hinten. Dabei will ich das gar nicht. Ich habe erst 10 Gegner besiegt, 25. 30. Nein, ja, wo steht denn das? Ah. Das kannst du aber schön. Nicht wahr? Nein. Ey! Ich tritt dir den Arsch. Geh weg. Ich kann nach hinten hüpfen. Kann ja. Ich auch. Oh toll, wir hüpfen jetzt uns rückwärts durchs Spiel. Ja! Ich hüpfe durch das Spiel. Komm, weiter! Wir kommen nicht weiter! Doch, rückwärts! Wir sitzen in der Falle! Wir müssen darüber! Schnell! Oh, warte, da ist was. Ich hüpfe jetzt nur noch rückwärts. Das ist albern. Nein! Das ist lustig! Ich parier doch! Das ist dem Pfeil nur egal! Ich muss weg. Du bist ein Spielkind. Die Geister sind zurückgekehrt. Oh, und Gimli ist noch drüben. Oh. Trotzdem gleich tot. Da ist Gimli. Wo kommt der her? Oh ja, super. Hey. Ich auch, mach dir nichts draus. Das ist eine Falle, na ach! Da wären wir nie drauf gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Zwerg! Warum geht's mir jetzt plötzlich wieder besser? Vielleicht bist du gestorben. Keine Ahnung. Ich will gar nicht durch, was ich drücken kann. Okay, Jungs, jetzt reicht's mir mit euch. Ich schlag nach dir, ist dir das bewusst? Ist ihm vielleicht egal. Haben wir irgendeine Fernkampfwaffe? Ja, ich guck mal gerade in der Anleitung, da stand, wie man die aktivieren kann. Mit Fernkampfwaffe ausrüsten, Taste 7. Toll. Eine von den rechten. Keine Ahnung, bei mir funktionierte beide nicht. Nee. Vielleicht haben wir keine Fernkampfwaffe. Ja, das nehme ich an. Kommt man da irgendwo hoch? Mir ist aber aufgefallen, wenn du Start drückst, wechselst du nochmal deine Waffe. Man hat, glaube ich, wie es scheint, zwei Waffen. Start? Aha. So, Jungs. Wisst ihr was? Ihr nervt. Geht sterben. Ich kann mit Start nur in den Boden hauen. Stimmt, ich auch. Welches war denn das jetzt? Oh, ich hab Leben. Select, genau. Also back. Ich glaube nicht, dass das viel. Huch! Oh, jetzt habe ich Pfeil und Bogen. Ja, aber nur wenn du festhältst. Ja. Sobald man loslässt, ist das. Das ist gut zu wissen. Das ist also Taste 7. Wissen wir nicht, Dala? Keine Ahnung. Wir schreiten davon. Are you? Are you? Huch. Wo sind wir jetzt? Das kannst du aber schön. Nicht wahr?